Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Bastelidee und ich habe ja für mich so ein bisschen und auch für die Nicole von dem Kanal Schnäppchenjägerin so eine kleine Challenge gemacht. Und zwar, wer diese Anleitung gesehen hat, es ging darum, dass ich verschiedene Karten bastel, aber mit denselben Bastelmaterialien. Das heißt, ich habe hier die gleichen Papiere verwendet, Holz, ja ihr seht es ja, ne? Motivpapier, normales Papier und dass man dann eine ganz andere Karte erhält. So, jetzt habe ich das Problemchen. Ich möchte einen dritten Teil machen, eine dritte Karte. Ich habe keine Holzbuchstaben mehr, nur noch in Weiß hätte ich sie jetzt da. Von daher mache ich die Karte, die ich jetzt machen möchte, ohne dieses Muttertag. Man kann sich das ja dann denken oder mal gucken, was mir im Laufe meines Bastelns einfällt. Im Moment habe ich noch nicht so die richtige Idee. Ich habe wie immer, ja, die Papiere, die Materialien, die ich hier verwendet habe, die benutze ich wieder und ich verlinke euch auch unten in der Videobeschreibung und auch in den Kommentaren den Link zur Webseite, wo ich das Ganze in Bilderform nochmal habe als Blogbericht und da seht ihr auch alle Materialien, die ich verwendet habe. So, die beiden findet ihr auch hier auf dem Kanal, wer das nachmachen möchte und dann würde ich sagen, ich starte mal. Ich werde jetzt wieder mit dem Cardstock arbeiten. Ich nehme jetzt mal das etwas gelbere. Oh, das hat schon einen kleinen Grünstich, oder? Ich bin mir gar nicht sicher. Nee. Ist okay. So, was mache ich? Ich weiß es noch nicht wirklich. Ich habe hier 21 cm. Die 21 halbiere ich, da habe ich 11,5 und da bleibt dann nochmal 11,5 übrig und diese 11,5 halbiere ich wieder. Ich hoffe, da bin ich jetzt richtig. Diese 11,5 halbiere ich wieder und dann komme ich auf 5,7 ungefähr. Ist das richtig? Ja. So ungefähr 5,7. Ich werde mir jetzt links und rechts eine 5,7 falzen. Ist zwar ein Ding der Unmöglichkeit, aber nun gut. Wir schauen mal, ob es was wird. 5,7, wer nicht so ein Falzbrett hat, der kann das Ganze natürlich auch abmessen. Ne? Macht da hier 5,7, 5,7 und macht euch eine Linie. Ja, da habe ich ein bisschen falsch gedacht, sehe ich schon. Was habe ich jetzt für einen Denkfehler gehabt? Weiß ich jetzt nicht, was ich für einen Denkfehler hatte. Ich möchte jetzt aber die so. Und das soll dann zugeklappt sein. Ich nehme jetzt links und rechts noch ein paar Zentimeter ab. Und zwar habe ich jetzt in der Mitte 9,5. Da habe ich doch total falsch gerechnet vorhin. 5,5, 11. So, ich werde wieder mit dem Papier arbeiten. Und zwar werde ich mir die Seite auf dieses Stück machen, die Seite auf dieses Stück und in der Mitte das werde ich mir hier hinten drauf machen.
So, ich habe was Schönes gefunden. Ich habe mir die Buchstaben Mama rausgesucht. Ich habe als allererstes einen großen Schmetterling ausgestanzt. Ich hätte jetzt auch schon von dieser Variante welche gehabt, aber ich fand das jetzt einfach passend, weil wir uns ja hier an die Karten halten möchten. So, was ich jetzt neu dazu genommen habe, ist dieser Schriftzug. Sowas möchte ich halt gerne als Standschablone haben, weil es dann nochmal schöner aussieht, finde ich persönlich. So, ich habe jetzt den Schmetterling Mama for you oder for you Mama, kann man machen, wie man möchte. Man könnte die Buchstaben jetzt auch noch in einem zarten Rosa anmalen, also kann man auch alles machen. Ich lasse es heute jetzt erstmal so. Die Karte wird zugeklappt. Hier habe ich mir drei Schmetterlinge ausgestanzt. Diese bringe ich wieder hier an und zwar kann man die hier so schön mit Kleber bestreichen und da kommt das eine auf die Seite, wird hier festgemacht, in der Mitte wird auf der Seite festgemacht und hier oben wird so festgemacht und da kann man dann die Karte öffnen, indem die Schmetterlingsflügel sich ja dann bewegen. Und wenn das nicht zuhalten sollte, habe ich mir hier noch so eine kleine süße Klammer hingelegt mit einem Herzchen, passt ja auch immer zum Muttertag und damit mache ich oben die Karte dann fest. Zusätzlich werde ich dann hier diese kleinen Steinchen wieder wie hier aufbringen, weil das einfach nochmal ein Hingucker ist und vielleicht mache ich auch ein Steinchen oder so hier so in die Blumen mit rein. Muss ich mal schauen. So, da habe ich jetzt was zu tun und ihr dürft im Schnelllauf zusehen. So ihr Lieben, ich wäre fertig und auch mit dieser Karte bin ich mega zufrieden. Also das macht doch irgendwie was her, oder? Ich weiß nicht, manchmal ist es ja so, da bastel ich Sachen und denke ich, kann ich euch das zeigen? Könnte ich euch das zeigen? Und dann verwerfe ich das. Aber das sind so Sachen, die mir wirklich gefallen. Und wenn man sowas geschenkt bekommt, man kann ja auch das Muttertag weglassen, macht es als Geburtstagskarte, ist das doch eine tolle Idee, oder? So, hier kann man natürlich auch als Schmetterling machen, aber ich wollte es nicht zu viel Schmetterling machen. Es muss aber eine Klammer hin, einfach weil wegen der Dicke, die da unten drunter ist, das Ganze nicht zu bleibt. So, Klammer weg, Karte auf und man hat einen schönen Inhalt. Nur eine Idee, ihr könnt es wieder anders gestalten, also ich finde es richtig hübsch. Ja, ich lobe mich zwar nicht so oft, gerne selber, aber da muss ich echt sagen, dass das richtig toll ist. Ich würde mich freuen, wenn ich so eine Karte bekommen würde. Sehr schön. Und ich habe es erfüllt, mit den Materialien zu arbeiten, wie bei diesen Karten auch schon. Unterschied hier ist halt, dass ich die weißen Buchstaben genommen habe und einfach einen Schriftzug, weil, ja, es hat irgendwas gefehlt. Aber hier, das muss ich mir gleich auf meinen Notizzettel schreiben, ich brauche mehr Schriftzüge zum Ausstanzen. Einfach, wenn ich jetzt hier Karten bastel, damit ich da eine größere Auswahl habe. Das ist mir aufgefallen. So, cool. Ich finde es toll. Da kommt jetzt auch eine Hülle drum. Und dann schauen wir mal, wie es die nächsten Tage weitergeht. Gerne könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, was ich gerne basteln soll. Ob es Einladungskarten sein sollen, Geburtstag oder auch andere Sachen mit Papier. Schreibt mir einfach mal unter das Video in die Kommentare, was euch gefällt oder gefallen würde, was ich mal basteln soll. So, das war's von mir. Also, bis dann. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und bis bald, eure Katrin. Tschüss!